Neue Runde Dota 2. Mein erstes Video, mein erster Stream nach der Weihnachts- und Silvesterpause. Ich habe ein Spiel schon gemacht in den letzten 2 Wochen, gerade eben. Aber ansonsten bin ich etwas eingerostet. Und ich weiß noch nicht genau, wie sehr. Das werden wir hoffentlich gleich sehen. Die Mitte und die Safe Lane ist besetzt. Ich habe Schwarzes Auge im Team, den Eiswolf aus dem Twitch-Chat, der wie so oft seinen Lieblingshelden Crystal Maiden nimmt. Du hörst ja im Twitch-Chat oder im Stream zu, Marvin. Wollen wir TeamSpeak anmachen? Können wir ja mal machen. Vielleicht, wenn du Bock hast, keine Ahnung. So, Offlane. Was spiele ich denn auf der Offlane? Vielleicht, wenn ich auf die Offlane gehe. Vielleicht was ungewöhnlich. Ich hätte mal Bock auf einen Shaker. Nyx Assassin habe ich lange nicht gespielt. Genau, ich habe 2 Wochen nicht gespielt. Spiele doch gleich was Ungewöhnliches. Finde ich gut. Spiel mir gleich was, wenn ich für lange nicht gespielt habe, spiele ich auch noch was, was ich lange nicht gespielt habe, damit ich noch schlechter bin. Weil ich mehr Bock auf einen Shaker, der kann. Dann mach ich mal eben TeamSpeak an. Damit ich mit dem Marvin dann über TeamSpeak sprechen kann. Ist ja manchmal ganz nett, so. Channel switched. So, mit dem TeamSpeak. So, nächstes Film. Nina fragt, ob wir morgen einen neuen Wochenplan erwarten dürfen. Ja, dürft ihr. Ob es dann passiert, ist eine andere Frage. Aber ihr dürft aber. Ja, doch. Nyx ist übrigens weg, jetzt wo ich hier gerade. Ach, fuck it. Ja, 5 Sekunden. Hallo. Hallo. So, ich muss nur noch überlegen, was ich spiele. Hallo, Marvin. Hallo. Ich habe auch nicht viel mehr Dota gespielt in den letzten Wochen, so 3 Matches vielleicht. Tja, ich habe 1,5 oder 2 Wochen nicht gespielt. Mal gucken, wird schon wieder gut über die Weihnachtstage gekommen, gut ins neue Jahr gekommen. Ja, vor Weihnachten erkältet, ab Weihnachten ging es dann. Ja, ich war ja noch eine ganze Weile erkältet. Ist immer so schlimm. Dazu mache ich morgen einen Videolog, weil es immer so viel gefragt wird, weil ich, warum ich immer so schlimm erkältet bin. Ich habe, das Problem ist, ich habe Asthma oder so eine asthmatische Veranlagung. Und ich habe verschiedene Allergien. So. Und ich habe das Glück eigentlich, dass ich mit meinem Asthma und meinen Allergien kaum Probleme habe. Aber wenn ich erkältet werde, dann reagiert man, dann spinnt mein System immer. Dann dreht das immer durch. So, dann kommt dann die Hausstauballergie und alles zusammen. Dann bin ich immer ziemlich schnell sehr kaputt. Aber das Hausstaub habe ich auch. Wunderbar. Ja. Ich habe auch dann Katzen und ich habe Gräser und ich habe Pollen und ich habe Birke und ich habe irgendwie, ich habe alles. Aber ich habe Glück, aber das Wort thematisieren wir ein andermal, aber inzwischen bin ich einigermaßen. Deswegen selten Staub. Deswegen selten Staub putzen, dann alles schön liegen lassen, nicht aufwirbeln. Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist garantiert das Richtige. So, irgendwas wollte ich jetzt noch. Also ich habe Earthshaker. Das ist nicht so super. Ich hätte irgendwie Bock auf Earthshaker. Ich hätte eigentlich Nyx Assassin in Betracht gezogen. Aber war ja leider schon weg. Naja, was soll's. So. Du gehst nach oben oder wie? Ich geh auf die Offlane. Können wir stehen? Ja. Oder hattest du schon ein Wort gekauft? Ups. Kannst du mir ein Wort zurückgeben? Na gut. Ausnahmsweise. Das werde ich mitbekommen. Natürlich, ich wollte eigentlich schon 5 Wards kaufen. Nein, ich weiß nicht, wo der Ward herkommt. Irgendwie hat mir ins Inventar gesteckt. Ich kaufe doch keine Wards, hallo? Auch nicht 2016. Völlig verdattert. Nee, nicht mit mir. Hä, warum habe ich denn 2 Wards? Warum gönnen denn beide dann ich mir? Ich habe gerade einen gegeben und jemand anders hat dir schon mal auch was eingegeben. Ja, aber dann steht, dann gönnen beide jetzt theoretisch dir oder was? Steht da oder so. Ist alles verwirrend. Nein, gib mir einfach einen zurück, dann habe ich unten einen, du hast oben einen. Ja. So, hier, was nehme ich denn? Nehme ich mir noch ein Enchanted Mango? Ja. Achso, ich muss erstmal deinen. Stopp mit
Jetzt bin ich völlig verwirrt. Steuerung? Mit Control, oder? Ja, ja, mit Steuerung. Ah, ich stelle sie alle beide, ich stelle beide vor Panik beide in den Fountain einfach. Zack, zack. Das habe ich schon mal, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe eigentlich nie Probleme damit gehabt, auch nach den ganzen Änderungen beim Patch und jetzt war ich plötzlich kurz so verwirrt. Aber ich sollte noch was Vernünftiges hier mitnehmen auf die Offlane. Ach, jetzt hat er Sven genommen. Ich dachte, er hat einen Anti-Mage. Nee, Anti-Mage war, glaube ich, bei vielen nur angezeigt, weil wir so viele davon hatten. Ja, also okay. So, Soul Ring ist das nächste, was ich dann anstrebe, obwohl ich mit dir eh schon schöne Mana-Rack habe. Aber Soul Ring ist trotzdem zu geil an Offlane Earthshaker. Zu wichtig. Mal schauen, wie es läuft. So. Wie geht denn das hier jetzt nochmal? So, ich will mal heute 4-7 haben. 3 Matches knapp, das ist machbar. Irgendwie waren die Ferien dazu da, Spiele zu spielen, die man sich irgendwie im Steam Sale gekauft hat. Ach, ist der Steam Sale schon vorbei? Ne, am 4. Ah, muss ich mal reingucken, nämlich. Ich habe nämlich gar nicht reingeguckt. Also ich hatte irgendwie kurz mal gesehen, dass irgendwie 21 ganze Titel dabei waren, aber war halt nicht. Ich habe von meinem besten Freund ein Spiel geschenkt bekommen namens Distance, das ist noch im Early Access. Das ist ein Rennspiel im Großen und Ganzen. Ah, das ist B-Track Mania. Nur in Boah, Track Mania war so geil. Ich habe so lange, ich habe das so gern und oft und lang und viel und gespielt. Ja, muss ich erstmal vielleicht angucken, auch im Multi, also im Workshop jetzt schon Maps und die Detour draußen. Das ist der Wahnsinn. Das macht auch richtig viel Spaß. Auch wenn ich total schlecht bin in den Rennspielen. So, hier unten ist Nyx alleine. Ja, der Zeus ist Support. Ich glaube, der pullt gerade. Hat Sven neues Schlaggeräusch bekommen? Wüsste jetzt so spontan nicht, dass das der Fall ist. Totem, bringen wir ohne Aftershock auch nicht so viel. Aber ich habe eine ganz gute Lane als Offlaner hier. Ich krieg relativ viel XP, was immer so ein bisschen als Offlane-Shaker ist immer gerade der Start. Die Laning-Phase, das große Problem. Und ich habe ein bisschen Glück hier. Krieg XP, krieg ab und zu ein Last-Hit, von daher bin ich einigermaßen zufrieden. Oh, oh, oh. Stress in der Mitte. Ja, Nyx hat sich eine Haste-Rune geholt. Oh, das ist knapp. Oh, nice. Oh. Das ist natürlich sehr nice. Das ist knapp. Und der Zeus zont mich jetzt hier auch nicht besonders. Man ist auch eh nicht der stärkste unbedingt dabei. Aber läuft ganz gut. Jetzt kriege ich vor allem eine richtig große XP-Wave. Warte, wie lange hier in der Mitte, bis ich immer wieder da ist. Oh, schon. Oh, nice, richtig last jetzt hier. Wahnsinn. Geiler Scheiß. Ganz ungewohnt, wieder Kontaktlinsen drin zu haben. Ich habe die letzten 2 Wochen so gut wie gar nicht Kontaktlinsen getragen. Ja, aber ich hab's auch nicht gesagt. Deswegen jetzt, fühlt sich das ganz, ganz ungewohnt an jetzt hier mal. Aber beim Dota-Spielen... ist das sonst ein bisschen blöd, man verpasst so viel.
Ja, die Arcane Aura ist in der Tat ganz nett. Solange ich jetzt meinen Soul Ring und ich habe ihn jetzt hoffentlich gleich haben werde. Klingt ein bisschen heiser. Ja. Noch ein kleines bisschen erkältet. Aber geht. Insgesamt einigermaßen. So, da habe ich jetzt meinen Soul Ring gleich, dann kann man da mal ein bisschen harassen. So, schneller mit dem Soul Ring. Na, schade. Nicht ganz. So, der Morphling ist jetzt gerade irgendwo versteckt. So, ein bisschen auf den Sack gehen hier oben. Der Morphling ist immer noch Miss. Unten ist noch nix. Ah, da ist eine Mango geschluckt. Morph kommt wieder nach oben. Beide mit einem Fischer treffen kann. Schon wieder nerven. Dann will ich das auch machen. Autsch. Ah, war ein bisschen zu weit. Kommen drei nach oben jetzt. Na dann, du mit Haste. Ja. Wenn man mit dem Walker sie nicht nimmt. Ich respawne gleich. Gucken. Oh, hier ist er. Jetzt ein Pfeil. Jetzt ein Pfeil. Jetzt ein Pfeil. Nice. Der Morphling sitzt da noch. Also wir gleich da mal pushen wollen. Wenn wir schon mal da sind. Ich brauche mir gleich mal wieder Townport, damit ich mir woanders eventuell aushelfen kann. Der Zeus. Ja, okay, den Professor. Ja, ich kann ihn auch ein bisschen resten. Den Morphling kriege ich gerade ganz gut. Klein. Welches Level hat die Arcane Aura 2? Okay. Mana ist Level 2. Ich hab so ein bisschen E benötigen. Na toll, jetzt habe ich das verpasst. Ah, der Zeus sich geschickt rumgeschlichen. Ja, aber oh trotzdem, das ist gut rein. Ich
Wenn er sich an den Stacheln von Nyx selbst erschossen mit seinem Stun. Unangenehm. Wo ist eigentlich, genau, wo ist eigentlich Juggernaut? Wahrscheinlich im Jungle. Tatsächlich. Wie es aussieht. Wahrscheinlich gleich ziemlich überrascht, wenn ich das erstmal sehe. Ach. Ja. Du hast gleich einen Omni-Slash reingedrückt. Nice, den Safe Lane Farmer bekommen. Mirny Runner. Na, kommt er noch gut weg. Und Nyx hat eine Unsichtbarkeit. Geht in die Mitte. Mhm, Lina ist eh gerade tot. Nochmal nach oben. Okay. Schöner Ulti vom Zeus. Sehr schön. Na, kriegen wir den Nyx noch? Fürchte fast nicht. Drop Tower under siege. Na dann. Oben Zeus und Morphling fehlen. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich bin das eine Mal zumindest war unnötig gestorben von mir. Der Jugger. Level 8. Kommt zu mir nach oben. Ist das ein Forge Spirit? Nee, okay. Ein Dominated Creep. Ja, können wir da irgendwas machen? Ja, anscheinend nicht. Zeus ist hier. Your bottom tower is under attack. Ich gehe mal hier lang. Fischer gleich wieder ready. 3. Ich muss hier weg, oh! Knapp. Your top tower is under attack. Nein! Nicht schnell genug. Your top tower is under attack. Dann gehen sie unten lang. Ja, immer noch da. Das ist der Wahnsinn, ich bin wieder auf dem Weg zurück. Den Rogue haben sie immerhin getötet. Sehr gut. Na, kann ich nicht mehr ganz ran.
Na gut, jetzt aber zurück. Okay. 9-6. Na gut, das war trotzdem insgesamt erfolgreich, da wir den Invoker bekommen haben und dann noch den Nyx. Bin ich ein bisschen schneller. Schade, dass ich so low bin gerade. So. Das hier, das hier. Ich gönne mir mal einen davon. So. Hat Juggernaut und nicht nur Scheiße. Juggernaut hat einen Glatz und Faceboots. Okay, Nyx und Zeus rennen unten durch den Jungle. Okay, der Morphling kann auch gleich auf dem Weg. Okay, ich wollte nur. Schade, dass ich den Zeus nicht mehr erwischt habe. Kriegen wir den Juggernaut mal noch? Your bottom tower is learning to accept its own inevitable death. Autsch, ich laufe in den Super-Stack hier rein. Wo kannst du da rüber stunnen? Der Nyx ist hier irgendwo in der Nähe. War zumindest gerade unten bei der Rune. Was unten ist, habe ich gerade gesehen. So, sollten uns mal in der Mitte den Tower holen. Okay, da haben sie gewardet. Das war ein bisschen sehr offensichtlich. Ja, da hätte ich nicht einfach weggehen sollen nach dem Lurana Ulti. Ja, der Zeus Ulti hat euch entdeckt. So, was hat die Lina? Hat ihr Yule-Zepter und die Faceboots? Ja, jetzt machen sie auch schon. Na, so schnell sind sie aber nicht. Ein bisschen Sustain mit dem Juggernaut. Mal schauen, wie schnell sie sind. Okay. Doch ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Securities in their own perspectives. Ich hole unten mal im Tausch. Na, nicht ganz. Aber den Tower geholt. Das war lange genug beschäftigt. Den Kill in der Mitte geholt, sehr schön. Oben hockt der Nyx da.
Nach Morphling gebracht. Ja, da bin ich ja gerne für gestorben. Na, noch nicht genug Level in Enchant Totem. Aber es passt so. Gar nicht aufgepasst, ob ich genug Geld für den Blinddecker hatte. Wahrscheinlich schon noch nicht. So, jetzt habe ich meinen Blinkdagger. Das war mal relativ wichtig. Wenn ich. Dominating. It's not ready. So, jetzt können wir mal langsam ein bisschen zurückschlagen. Auf dem Weg nach oben. Dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Your top tower is under attack. Na, wir sind gerade nirgendwo richtig unterwegs. Kann ich, gehe ich mal lieber nicht oben lang. In den beiden Lanes pushen ein bisschen, das ist gut für uns. Yes. The next time someone claims video games are about, I'm going to show you the replay of this match. Okay, der Zeus rennt hier immer noch rum. Wow, das war knapp. Da war der Nyx. Gut, dass wir den Sentry hatten. Der hat bald noch rüber geguckt, hab ich ihn ganz kurz gesehen. Sehr schön. Das haben wir mal gebraucht. So, müssen wir kurz als nächstes meinen Four-Star fertig machen. Mobility brauche ich noch weiterhin und auch gegen den Zeus gerade. Den Blink, der gerade nicht immer verlasst. Wie läuft es denn für unseren Sven? Okay, ist auf dem Weg zum BKW. Meinen Sie nicht Sven und Jascha? Ach so. Ja, stimmt. Ja, stimmt doch. Ja. Ich dachte, BKW wäre jetzt so extrem wichtig in dem Spiel, dass er jetzt dann da endlich ankommt. Ja, aber hast natürlich recht. Das sieht eher nach einem Sven und Jascha aus. Diven die unten. Jetzt müssen wir aufpassen, der Zeus gammelt da unten rum. Darf ich mal ein bisschen schauen, dass wir einen. Jetzt habe ich mein Ulti wieder ready. War hier gerade jemand bei unserem Ancient? Haben wir es ganz kurz gesehen. Oben ist der Morph. Ich will keine Mobs mehr. Okay, Nyx ist da, okay.
Wissen wir wenigstens, wo der Typ abhängt. Morphling ist unten. Ja, wir könnten es probieren. Okay, ist eine Elo. Sollten vielleicht versuchen, mit dem Ulti unten den Morph zu bekommen. Morph und... Never not. Ja, was sind Illus? Ne, ist der echt, oder? Hm, komisch. Also es war ja gerade ein Zeus-Illo. Achso, du meinst ja von Morphling Illo, das könnte sein. Das wird Illo sein. Ja, das ist ja schon anders gespielt. Dass er nicht reinbaiten lassen in irgendeinen Scheiß. Na, fragt der Juggernaut dann. Hat der Nyx mich leider gefunden. Wollte ich ein bisschen von der Seite mich positionieren. Mich vielleicht sogar zurückkaufen sollen an der Stelle. Nein, Dina. Nein. Das ist nicht gut. Na, der Nyx hat uns da gut erwischt. Oder mich... gut in einem Tower erwischt, leider. Der Sven ist dann reingegangen, hat sich, glaube ich, weiß nicht, wo Spike Carapace, woran er gestorben ist. Ja, der braucht dringend einen BKB, sonst kommt er gegen die Gegner nicht an. Ja. Jetzt habe ich auf dem Weg nach unten. Ich habe Echo Slam. TP Bot, if you can. I have Ulti ready. Radiant have fortified their towers. Bottom tower being attacked. Ja, wir haben keine Detection, oder? Nein. Okay. Na trotzdem, die zwei wenigstens erwischt. Dann Spike Carapace noch anbekommen. Der Juggernaut in der Mitte. Brauchen wir mindestens die Lina dabei. Go for Juggernaut. Hätte ich Echo Slam gehabt, hätte ich es eingesetzt. Also vorher. Ups. Kampf von Walker. Das ist ein Elo. Naja, dann hauen die trotzdem weg. Die fliegenden Orbs. Stimmt, gut aufgepasst. Das ist der Echte. Da ist der Echte. Gut aufgepasst, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Man kennt es dann im großen Meteor, der vom Himmel fällt. Nee, ich meine mit den Orbs hast du natürlich recht. Achso. Hm. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Der Nyx ist irgendwo hier in der Mitte. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ulti dauert noch 30 Sekunden. Jetzt habe ich immerhin meinen Force-Staff. Sehr hilfreich. Sie machen Roshan, oder? Der Roshing. Oder auch noch nicht. Vielleicht noch nicht ab. Wartet Sven jetzt auf, dass sie ihn töten, oder? Ja. Autsch! Dann ist die Elo noch dran. Ihr solltet alle weg. Ja, ist das Blute. Nyx Assassin ist sehr anstrengend für mich. Wenn eine Combo halt nicht durchziehen kann. Ich habe wieder den ersten Teil und dann stehe ich dann erstmal gestunt. Roshan has fallen to the dire. Immortality.
Na gut. Ich überleg grad. Mid tower taking damage. Your middle tower has been eliminated. Die Stats mitnehmen. Mir Threads in dem Fall baue. Ne, sollten wir mal unten gehen. Keiner mit TP. Braucht auf Cooldown leider. Oh, fast getroffen. Sehr schade. Lina Ulti. Come top Lina, don't yul him, just kill. Ja, da hat sie, nachdem sie ihren Stun verkackt hat. Ja, ich dachte schon, jetzt ist es zu Ende, jetzt macht er sein Ulti oder fängt sofort an zu drehen. Ja, er wollte sein Ulti, war, weiß nicht, warum er noch, er hätte eigentlich ihn früher starten können schon. Wollte noch näher ran, weiß ich nicht. Glück gehabt. Der Nyx ist hier. Hat sich ja eben schon rentiert. Hier ist der echte Nyx. Morphling da oben. Na gut, das wäre nur eine Illu. Replicant wieder. Ich hab noch ein bisschen Cooldown. Ne? Kommst du weg? Lauf, lauf, lauf! Ach, das Ding hat ja... Nein, das sieht mich ja. Noch ein bisschen Cooldown halt auf meinem Ulti. Deswegen gehe ich auf einmal zurück. Dann vielleicht gleich was zu gebrauchen bin. Nein, nicht der. Scheiß Tornado. Passen hier. Da kann ich gleich wieder. Walker töten, der hat den Gem. Ich hab den Gem. Du kannst meinen Town Portal haben, wenn du magst. Hurra. Ich habe nämlich jetzt Travels. Okay. Ey, für den Nyx hole ich mir fast ein BKB, ey.
ich kann keine Combo manche durchziehen, so bitte. Ne? Eben habe ich mich an den Necros fast gekillt nach meinem Ulti. Hm. Bin rein mit Ulti, zack, war fast tot. So, ouch. Der rote Blitz kommt. In dem roten. Ja, weiß nicht, wie viel macht der? 600? 450? Keine Ahnung, auf dem Level. Mindestens 600. Ja, genug, zu viel. Ich hatte gerade an 800 gedacht. Okay. 600 ist, glaube ich, realistischer. 800 ist ein bisschen sehr fies, ja. Aber das kann ich halt kaum vermeiden, wenn die Necro, wenn Units mit drin stehen. Vielleicht hole ich mir einen Octarine auch für. Dann. Ups. Du kannst deinen Gem übrigens zurücklegen, Lina nämlich auch ein. Lina hat auch einen? Ja, ich, ich behalte ihn erstmal noch eine Weile und dann gucken wir mal. So, was gibt's denn noch, was sich lohnt? Vielleicht ein BKB, ich bin nicht ganz sicher. Was meinst du? Hast du irgendwie einen Input gerade? Die perfekte, Idee. Was mir noch fehlt. Irene ist natürlich ziemlich teuer. Also BKB wäre nicht schlecht bei dem Gegnerteam. Wäre auch eins holen, da weiß ich, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr zusammenbekommen werde. Hier haben wir noch ihr den Gem, ja. In der Mitte sind eine Illo und Nyx. Ich glaube, Bifrost hat Probleme mit seinem Dota. Wieso? Mir steht alle 20 Sekunden ungefähr oder gefühlt, dass er es gratscht hat. Sehen wir die Steam-Meldung. Okay. Spielt jetzt Dota 2. Spielt jetzt Dota 2. Ja, ja, schon klar. Ja, BKB ist schon nicht so schlecht. Irgendwie weiß nicht, ich bin so nicht richtiger Fan auf Shaker, aber manchmal hilft es ja nichts. Ja, dann macht man die BKB an, um seine ganze Kombo, die eine Sekunde dauert, durchzuziehen und dann denkt man sich mal so hin. Na, bis was kann ich ja noch machen nach mit Enchant Totem. Ja. Gänger Cooldown, das geht schon immer. Gucken. Mal kurz 2 Meter weiter, ich will mal so warten. Hinter uns? Nice. Sehr nice. Das Nix hat vorbeigeschlüpft. Gucken, ob jetzt Roshan da ist. Nee. Der Zeus ist gerade noch raus TP'd. Oben ist der Jugger. Na, verzieht sich jetzt schon wieder. Ich überlege jetzt gerade mal. Mit der Arcane Aura kann ich jetzt auch meinen Soul Ring mal viel früher verkaufen als sonst. Dann gibt es jetzt das BKB. Refresh oder Octarine, was meinst du? Ich würde den Octarine erst nehmen. Wahrscheinlich gar nicht genug Mana für einen Refresher, wohl 265, 530, 170, ja, wird schon knapp. Seitdem er gar keine Stats mehr gibt, der Refresher,
Ist ja für einige Helden von noch das Mana-Problem noch präsenter. Nur wir machen jetzt ein bisschen den Core-Shaker. Wenn ich jetzt schon BKW habe. Ein Daedalus. Und ein Shadowblade. Ja. Das in der Mitte ist der echte. Juggernaut Top ist Illusion. Ja. Überraschung. Nice. Oh ja. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Oh ja, das. Oh ja, das war ein ordentlicher Crit von Sven. Sehr gut. So, wir sollten nur in der Mitte dann den. Jetzt können wir pushen, ja. Tier 2 holen. Hat jemand an der Seite. Nix ist ja eh noch gut. Den Gem immer noch. Aber jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Back now. They bought back. Just go back all. Sehr schön. Buyback rausgeholt. Ist top für uns. Ups. Da hab ich verklickt. Hinter mir, Hilfe. Ich hab noch. Die sind aber. Ja, jetzt sind sie wieder weg. Hier liegt immer noch ein Town Portal. Du hast ja Platz, nimmst du mal mit. Okay, jetzt sollten wir zurück. Ich Butterfly. Na, die gammeln da rechts rum. Oben ist der Morphling. Die Gammeln, die sind da rechts. We can try Morphling top. Ja, nachdem ich gesehen habe, mit dem, dass der echte war, konnte ich auch meine Spells committen. Zurück in die Base. Autsch. Oh, da bin ich gestorben. Fuck, da liegt der Gem. Da liegt ein Gem. Ja, ja. Okay, super. Und der... Nice, getroffen. Sehr schön. Läuft. Spiel einen Helden, den man in letzter Zeit nicht mehr so oft gesehen hat, wieder gesehen, dank dieses neuen Items, das Reichweite gibt, nämlich Enchantress. Mit der ist Reichweite gleich Schaden. Mit Dragonlance? Ja. Habe ich ja letztens auch schon mal gesehen, das ist ganz schön cool.
Und ganz schön fies, was da für Schaden zum Teil rauskommt. Hat ja eh noch eine größere Reichweite. Ja, das ist schon nicht ganz ohne mit dem Impetus dann. Nein! Ja, ups, sehr schön. Murana! Oh, disjointed, nice. Boah, und Sven mit 10 Lebenspunkten. Hat sich ja meine Aktion gelohnt doch noch mit dem. Oh, jetzt ist aber Morphling am Zug. Naja. Jetzt sind die Gems mal alle weg. Unten die Wafer noch ein bisschen rausgepusht. Mid-Tower taking damage. Radiant have fortified their tower. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Na fuck, der war gerade weg. Oh. Den kriegt man. Den kriegt man. Na, fuck you. Die Range ist so scheiße. So, jetzt aber. Okay, Nyx und... So. Sehr schön. Und weg. Schön, die Melee-Rex bekommen. So muss das sein. Du kannst den Gem hier wieder haben, nämlich das. Ja, doch, ist nicht so verkehrt. Schaut schon ganz gut was aus. Geht schon, danke. Ich habe meinen Octarine fertig. Radiance wird mir empfohlen. Na, nicht zu spät. Von wem? Weiß ich nicht, wurde im Chat empfohlen einfach. Wird ein bisschen diskutiert halt, manche Ideen nicht. Das ist zu spät für den Radiance. Auch allgemein, auch sonst, es gibt so viel wichtigere Items an. Selbst ein Luxus-Item gibt es viel bessere an Shaker. Und selbst wenn man Zwitz baut, dann, ich glaube nicht bei Level 50. Das einzig Vernünftige wäre halt die Misschance bei den Gegnern. Ja, aber jetzt nicht mehr. Level 50 schon zu spät jetzt. Ja, ja. Sonst können wir dabei noch hin. Sven, würdest du bitte die Double Damage Runde nehmen?
Ein Hex wäre noch irgendwann gut. Ich glaube, ich gehe eher auf Refresher. Okay. Schön. Nein, jetzt ist mein Dings abgelaufen. Ich habe sie noch mitten. Sehr schön. Helm of the Dominator liegt da sogar. Ups. Stun. Wendet sich da um. Fickt euch weg! Das ist immer noch nicht, wenn es. Sich ach, der ist nach oben TP'd, okay. Ja, deswegen TP'd. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Ich dachte, er würde unten in die Lane vielleicht TP'd, um den Kampf noch weiter teilzunehmen. Naja, schade. Schade, schade. Okay, du haust dich zurück, passt. Lotus Orb wird empfohlen, Lotus Orb. Könnte bei Juggernaut ganz witzig sein. Ich glaube, ich brauche einfach eine Refresher. Die Spells, der Ulti, kann noch mal mehr rausholen, sonst, auch wenn er vor allem nach 82 Sekunden Refresher, das geht schon. Scepter für Shaker oder ja nicht? Scepter, ja, ich weiß nicht, ob ich eher Refresher gehe. Also da du schon Octarine hast, ist natürlich für Refresher auch nicht schlecht. Dann ist beides super. Weil vor allem, wenn ich es halt mal richtig erwische, so wie vorhin, mache ich halt nochmal einfach Refresher und dann kann ich halt irgendwie, weiß ich nicht, alle 10 Sekunden am Stück stunnen oder so. Dann passiert da eigentlich gar nichts mehr. Ich habe jetzt eigentlich, so wie das Spiel läuft und wie sie sich halt bewegen, das hängt immer ein bisschen vom Gegnerteam ab, aber ich erwische öfter mal 3, 4 Mann Echo Slams, von daher probieren wir es einfach so. Wir sollten unten die Lane pushen als nächstes. Schieß auf den Morphling. Sollen wir die Lane aber ein bisschen gepusht halten? Hier liegt immer noch ein Town Portal. Der Juggernaut hat den Gem. Also einen zumindest halt davon. Oben es müsste der echte Morphling sein. I think it's a real Morph. Ja, jetzt wollte ich ihn nur stunnen, nachdem ich gemerkt habe, dass es der echte war. Guck, den Juggernaut unten.
Sehr schön. Zeus 70, 43 Sekunden auf dem Morph noch. Hundreds of thousands of millions of hours Valve put into developing this game? Any clue? I ask you right now, you're making it look like snakes and ladders. Dann könnten wir Smoke ganken. Pushen. Okay. Auf dem Weg. Spare ich mein Buyback? Ja, ich spare mein Buyback. Das brauchen wir schon. Ich hab... Na, fuck. Mit, fast. Let's go mit. Das müsste der echte sein. Mit den Forged Spirits. Das wäre jetzt eine Elo. Der jetzt, ja, der jetzt schon. Ja, leider schon. Na, die haben den Braten gerochen. Ja, schade vorhin, dass der Juggle uns gerade so entkommen ist. Wenn die gute Okay, ist nur eine Illu. Wie oft ist der Kurier schon gestorben in diesem Spiel? Wahnsinn. Wir müssen es mal verteidigen. Ich push oben noch ein bisschen die. Kein Buyback. Okay, also brechen sie aber ab. Ich habe oben die Wave ziemlich weit rausgepusht. Und ich habe meine Refresher ready. Brauchen wir aber alle. Also zumindest die Mirana brauche ich da. Okay, der Refresher hat sich mal gelohnt. Ja, der so zurückkaufen ist, wenn aber auch. Das auch, ja, ist einfach alles gut geklappt. Ach, wir haben oben die Baracken. Ja, ich hatte die Wave so weit rausgepusht, dass die jetzt einfach die Range noch holen konnten. Doch, die Mitte sogar auch, wenn auch angegriffen. Ja, es läuft. Ups, falsche Richtung.
It's not ready. Na, die Range kriegen wir sehr schön. Oder auch noch nicht. Na gut, drauf geschissen. Ein schöner Stun vom Sven, auf den ich da aufbauen konnte, dann mit meinem zweiten Echo. Das hat echt gut gepasst. Ich habe keinen Platz dafür, leider. Ich bin six-slotted. Eigentlich dachte ich, Lina will den nehmen. Ich hatte noch. Na, jetzt. Lina hatte. Six-slotted. Kann ich mir irgendwas dann noch. Necro kann ich mir noch holen? Ich kaufe mal die Wards jetzt und so ein Quatsch. Hier bei uns, Juggernaut. Das ist wahrscheinlich die, ja, ist die Elo. Ich werde jetzt mal die Wards immer kaufen und hier in Fountain legen. Weil hab eh zu viel Geld. Nix hier hinter mir. Noch ein Weg. Nö. Da war der Hass aber groß in ihm. Könntest du schnell auch den Refresher wegleben. So, uns mal schauen. Wahrscheinlich ist sie da. Ja, gerade gesehen. Ja, sie schicken auch was hin. Ja, Morphin ist drin. Da werden wir auch selber noch hingehen. Ja, da war ich irgendwie in einer komischen Position gerade. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich dachte, dass sie schneller pushen. Ich glaube, ich muss mich eh zurückkaufen. Wir werden jetzt nämlich die Mitte pushen. Und unten der noch ein bisschen Momentum gegeben. So. Naja, also. In 30 Sekunden habe ich gleich wieder. Ach, der hat mich, glaube ich, vorhin geforstet. Das war das. Na, die Melee haben wir noch. Das ist Sven wieder. Jetzt sind alle hier gefangen. Autsch, so, super. Sehr schön. Oh ja. Hast du die Monkey King Stunts von Miranda gesehen? Ja, bup, top, bup, top, bup. Top. Das war in der Tat sehr nice. Mein erster Ulti war für die Tonne. Leider. Enemies middle barracks in blue. Enemies middle tower demolished.
Na, thronen wir jetzt einfach. Na gut. Ja, schön. Nettes Spiel. Am Anfang einmal unnötig gestorben, auf jeden Fall mit dem Shaker. Und... aber ging erstaunlich gut dafür, dass ich lange nicht gespielt habe. War eigentlich ein cooles Spiel. Shaker, wenn es ein bisschen läuft, macht das schon ordentlich Spaß. Ein paar coole Ultis gehabt. Das mit dem BKB war schon nicht so verkehrt, dass wir das gebaut haben. So, 4-7 will ich ja heute noch schaffen. Das sollte ja wohl möglich sein. Ja, und schön. Auf dich kann man sich immer verlassen. Dann muss man sich nicht um die Awards kümmern. Das ist auch mal ganz nett. Hi, Captain.